Connor, er verlangt nach dir. Hallo, Connor. Komm schon. Deine Trauer hilft mir auch nicht mehr als die Suppen und Tränke dieser Narren. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk. Und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht so viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Connor, ich kam so schnell ich konnte. Bringst du gute Nachrichten? Der Comte de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Commander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Fort führen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das Fort. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen, Charles Lee finden und zum Schweigen bringen.
Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl, hm? Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Einnehmen! Schieß! Erreichung!
Breitseite abgeben! Halbes Segel, Männer! Nicht so schnell! Halbes Segel! Und Feuer! Direkt getroffen! Feuer!
Rückendeckung! Auf mein Zeichen! Und Feuer! Halbe Segel, Männer! Nicht so schnell! Halbe Segel! Deckung! Bereite die Waffe! Feuer! Feuer! Ab auf den Grund! Nochmal! Nachladen! Bereit zum Feuer! Noch nicht! Reizseite abgeben! Ah, Deckung! Kanonen beschädigt, Captain! Doch nicht! Feuer frei! Runter! Runter! Feuern! Auf meine Befehl! Feuer! Geht runter, ihr Bastarde! Volle Säge! Die Arme nicht werfen! Unser Böser Licht! Breitseite abgeben! Nochmal! Nachladen! Und Feuer! Weniger Segel! Weniger Segel! Ein Treffer! Anhalten! In die Manteln und die Segel! Wir müssen anhalten! Entdeckung! Noch nicht! Abgeben! Auf mein Zeichen! Dieser Tag ist einfach hier gesessen!
Fregatten! Mehrere! Bereit machen! Feuer frei! Die Salve ging vorbei, Captain! Noch nicht! Der Wind macht uns langsam! Ein neuer Kurs! Feuer! Lange halten. Das ist verrückt. Beladen. Sie ist allein und wir rennen ohne Verstärkung.
Vorsicht, Captain! Auf Backbord! Backbord, Captain! Krieg! Er in! Sir! Kriegsschiffe nahe! Deckung! Erdbeschaffe! Das Schiff entschießt! Schießt! Alle Kanonen sind zerstört! Jetzt können wir uns nicht mehr wehren! Das... Wies wird uns versenken, wenn wir nicht aufpassen! Er hat nicht wirklich vor, sie zu entern, oder? Hat er den Verstand verloren? Er wird uns noch alle umbringen. Feuer! Halbe Segel, Männer! Fahrt rausnehmen! Kein Segel! Halbe Segel! Halbes Segel! Konzentriert euch! Thank you.
die Franzosen kommen! Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt. Imposant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? 5 von ihnen müssen in den Hafen New Yorks unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen, auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Steht ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung!